Was geht ab, meine lieben Freunde, Yu-Gi-Oh! TV hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit dem Teil 3 unserer How to Evo Twin Series und zwar werden wir uns heute das Deck in Action anschauen. Dazu habe ich ein paar Replays aus Project Ignis vorbereitet, die wir uns gleich gemeinsam angucken werden. Aber bevor wir starten, falls du dich für Yu-Gi-Oh! Interessierst, würde es mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnieren würdest. Wir machen dir alles rund um das Trading Card Game und ich lade jeden Mittwoch und Sonntag ein neues Video hoch. Aber an der Stelle, lasst uns mal mit dem ersten Replay beginnen. So, und unser erster Gegner war ein Mystic Mindplayer. Spielt man natürlich richtig gerne dagegen. Schägersteinpapier haben wir also gewonnen, das heißt, wir dürfen anfangen. Unseren Start haben wir auch schon auf der Hand und wir anfangen mit Lila. Ihr Effekt wird aktiviert, wir können Kissekel aus dem Deck spezial beschwören. Gehen dann in den Link-Jünger, aktivieren Nachfolger des Weltvermächtnisses und können dann eben somit Lila wiederbeleben. Aus ihr machen wir den Link-Anhänger. An der Stelle wird sein Effekt aktiviert und wir dürfen keine Monster mit Link 3 oder höher mehr beschwören. Dann aktivieren wir den Link-Jünger, opfern unseren Anhänger und können somit eine Karte ziehen und eine wieder abwerfen. Dadurch wird Link-Anhänger getriggert und wir kriegen 2 Token auf unsere Spielfeldseite. Die Token bleiben aber nicht lange auf dem Feld. Wir machen uns dann eben die IP-Mascarena. Nichts Neues für euch, falls ihr das Combo-Tutorial gesehen habt, dann kennt ihr auch alle diese Kombos. Danach kommen die Basic Evo-Twin-Plays, das heißt wir gehen in Kissekill, beleben Lila wieder, machen damit Lila. Aktivieren den Effekt, können dann Kissekel wiederbeleben, was uns wiederum erlaubt, eine Karte zu ziehen. Und ich meine, hier habe ich es, ja, dann setze ich noch 2 Karten verdeckt und da habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe beide Twins weggelinkt, eben um Kissekel wieder zu beschwören, damit ich in der nächsten Runde als Quick Effect Lila wiederbeleben kann und eine Karte schießen kann. Allerdings hätte ich sie auch bloß beide auf dem Feld lassen können und dann mit IP Mascarena eben weglinken. Aber ja, das ist jetzt nicht weiter tragisch. Dann schauen wir mal, was der Gegner macht. Okay, da hat er so ein Raigeki nachgezogen. Aktiviert natürlich zuerst Port of Extravagance. Was anderes kann er ja auch nicht machen. Verbannt 6 Karten. Kann 2 Karten ziehen. Da kommt der Federsturm, ganz klar. Dann chainen wir eben unseren Evil Zwillings Herausforderung an. Das erlaubt uns, den Evil Twin wiederzubeleben. Und dann nehmen wir Lila. Und dann spielt er Raigeki. Wir chainen dann daraufhin die Mascarena und beschwören den Greif. Dadurch, dass der eben über Mascarena beschworen wurde, bleibt er von Karteneffekten, kann er durch Karteneffekte nicht zerstört werden. Das heißt, wir sind vor Raigeki hier sicher. Der Greif bleibt und solange er keine gelinkten Monster hat, können die seine Effekte nicht aktivieren. Allerdings wusste ich ja nicht, dass ich dagegen Mystic Mind spiele. Das heißt, da wird wahrscheinlich so oder so nicht viele Monster kommen. So, dann aktiviert er noch Foolish. Kann sich den verwirrten Soldaten ins Grave kicken. Sein Effekt wird aktiviert und er kann sich dann fossile Fusion auf die Hand holen, spielt sie dann auch gleich aus und fusioniert den fossilen Schädelknochen. Fossiler Schädelknochen, genau. So, und ich glaube, ja, dann setzt noch eine Karte verdeckt und beendet seinen Zug. Dann sind wir wieder dran. Ich meine, wir haben nochmal Kissekel auf der Hand, wir werden sie auch gleich beschwören. Beide weglinken, um Evoton Kissekel zu holen. Dann können wir Parallaxy triggern. Machen wir auch natürlich und ketten den Effekt von Kissekill an, was uns wiederum erlaubt, Lila wieder zu beleben. Das heißt, Lila kommt wieder und Parallelixit. Dadurch wird auch sein Effekt getriggert. Als Chaining 2 kommt dann eben Lila und da targeten wir die verdeckte Karte. Und das war jetzt in dem Fall eine gute Entscheidung, das war die stürmische Spiegelkraft. So, jetzt haben wir zweimal Parallelixit und die beiden Zwillinge. Linken sie alle 3 Karten weg für die losgegeldete Scheußlichkeit. Und dann können wir eben mit Lila Kissekel wiederbeleben, wodurch wir dann eine Karte ziehen können. Dann gehen wir in die Battle Phase, greifen mit unserer Scheußlichkeit das Monster an. Der erste Damage ist schon mal getan. Der kriegt fossile Fusion wieder auf die Hand. Dann hauen wir noch ein paar Mal drauf. Ja, und dann war es das auch. In der Endphase triggert unsere Scheußlichkeit. Das ist eigentlich ganz klasse. Jetzt können wir eben hier Lila selber zerstören, was uns dann erlaubt, in der nächsten Runde mit Kissekel sie wiederzubeleben und somit eine Karte zu schießen. Was wiederum den Effekt von der Scheußlichkeit triggert und wir dürfen dann noch eine weitere Karte schießen. Ja, und ja, der aktiviert den Effekt von seinem fossilen Schädelknochen. Dadurch kann er eben Zeitstrom auf die Hand holen, was ihm jetzt eigentlich nicht viel bringen wird.
Aktiviert dann auch noch Steinbefreier Freunde. Kann aber nichts excavaten, das heißt, ja, die Karte war jetzt verschwendet. Und da kommt natürlich das, was jeder Mystic Mine Spieler macht. Das slappt ihr Mystic Mine und jetzt müssen wir halt gucken, wie wir darauf klarkommen. Ich habe noch den Effekt von Kissicle angechained. Wieso, fragt mich nicht, das weiß ich auch nicht. Je mehr Monster drauf, desto schwieriger ist es für mich eigentlich, da rauszukommen. Ich habe hier aber auch noch einen Access Code Talker im Deck. Das heißt, ich muss eigentlich nur abwarten, bis der ein Monster beschwört. Und dann kann ich Mystic Mine klären. Das heißt, wir haben jetzt Silent Mining nachgezogen. Bringt natürlich nichts. Ich kann nichts machen, ich muss meinen Zug beenden. Er spielt einen weiteren Port of Extravagance, verbannt mal wieder 6 Karten. Hat jetzt ein Monster nachgezogen, quasi, es war so ein typischer Floodgate-Spieler eben, setzt das Monster verdeckt. Wieso er gemacht, das verstehe ich auch nicht, weil das gibt mir jetzt eben die Möglichkeit, in meinen Access Code Talker zu gehen. Und genau das werde ich dann auch vermutlich machen. Ja, genau, ich gehe in Transcode Talker, Access Code Talker, targete meine abscheuliche Scheußlichkeit. Ist ja ein Link 4 Monster, das heißt, er hat jetzt 6300 Attack, aktiviert den Effekt von Access Code Talker. Zerstör die Mine. Und dann kann ich, glaube ich, den Effekt noch ein paar Mal aktivieren. Zerstör seine Verdeckte, das war mal wieder eine stürmische Spielkraft. Aktiviere den Effekt zum dritten Mal. Kann auch nochmal Mascarena verbannen. Und somit ist das Feld leer. Wir gehen für 6300 und das war unser erstes Game. So, in unserem zweiten Match haben wir sowieso den Exodia-Spieler. Schere, Stein, Papier haben wir auch hier gewonnen. Das heißt, wir fangen an. Wir beginnen mit Kissekill, können uns dann Lila wiederbeleben. Sicherungssekretärin haben wir auch auf der Hand, das heißt, wir haben eigentlich Full Combo. Wir können den Link-Jünger holen, Link-Anhänger, dann machen wir den Effekt vom Link-Jünger, können den Link-Anhänger als Tribut anbieten, eine Karte nachziehen und eine ins Deck mischen. Aktivieren dann erneut den Link-Anhänger, das heißt, wir kriegen jetzt zwei Tokens und aus diesen machen wir eben IP-Mascarena. Und dann machen wir unsere klassischen Evo-Twin-Plays, das heißt, wir gehen in Kissekill, können Lila wiederbeleben, machen dann Evo-Twin-Lila, können dann Kissekill wiederbeleben, was uns dann eben erlaubt, eine Karte zu ziehen. Und an der Stelle habe ich jetzt aber auch richtig gemacht. Das heißt, jetzt kriegen wir die Karte. Und hier bin ich auch nicht mehr weitergegangen, wie jetzt in meinem ersten Game. Das heißt, ich habe jetzt beide Zwillinge auf dem Feld gelassen. Was mir jetzt eben die Möglichkeit auch gibt, zuerst Mascarena zu benutzen und erst dann einen der Zwillinge zu triggern. Vor allem haben wir jetzt auch die Entscheidung, benutzen wir den Greifen oder gehen wir direkt in unsere losgekettete Scheußlichkeit. Das hängt natürlich immer von der Spielsituation ab. So, jetzt in dem Fall setzt der Gegner eine Karte und ein Monster verdeckt. Will dann in die Endphase gehen, das heißt, für uns ist das ganz klar, Greif bringt uns halt nicht viel. Wir aktivieren Mascarena und holen uns die losgekettete Scheußlichkeit. Aktivieren dann Kissicle, können Lila wiederbeleben, was uns dann erlaubt, eine Karte auf dem Feld zu schießen. Da wählen wir eben die Backrow. Dadurch, dass die Karte zerstört wird, triggert unsere losgekettete Scheußlichkeit. Und hier mache ich es dann so, dass ich zuerst meine Kissicle zerstöre. Denn ich weiß ganz genau, ich kann am Ende des Zuges mit losgekettete Scheußlichkeit nochmal eine Karte ziehen. Den Effekt von Lila kann ich aber nur in der Main Phase aktivieren. Das heißt, das verdeckte Monster wird mir jetzt nicht wegrennen. Ich kann jetzt aber Kissicle zerstören, sie mit Lila wiederbeleben und dann quasi nochmal eine extra Karte ziehen. Genau das mache ich dann auch. Mit der Scheußlichkeit zerstöre ich Kissicle, kann sie mit Lila wiederbeleben. Das gibt mir dann nochmal eine Gratiskarte. Und dann in der Endphase triggert eben nochmal die losgekettete Scheußlichkeit und wir können das verdeckte Monster targeten. Ja, an der Stelle habe ich mit Sicherheit schon vermutet, dass ich gegen so einen Exodia-Spieler spiele. Das heißt, der wollte jetzt bestimmt einen Teil von Exodia suchen. Das Ganze wird aber von mir geasht. Ja, und ich glaube, da kommt er nicht mehr groß raus. Das heißt, in meinem Zug beschwöre ich dann nochmal Kissicle. Ihr Effekt triggert natürlich diesmal nicht, weil das nicht das einzige Monster auf dem Feld ist. Dann machen wir den Transcode Talker, aktivieren seinen Effekt, können Mascarena wiederbeleben. Beschwören uns dann den Access Code Talker, nehmen den Transcode Talker als Target. Das heißt, er hat jetzt 5300 Attack. Wir können in die Battle Phase reingehen und für Game angreifen. So, und hier zeige ich euch mal, was man auf keinen Fall gegen die Evil Twins machen kann. Und zwar ist das, den Ghost Ogre zu aktivieren. Das heißt, wir beschwören jetzt Lila als Normalbeschwörung, aktivieren den Effekt. Da kettet er den Ghost Ogre dagegen. Und Ghost Ogre, der annulliert ja nicht den Effekt, der zerstört ja bloß das Monster bzw. die Karte. Das heißt, Lila wird zwar zerstört, wir können aber trotzdem eine Kissekill Spezial beschwören. Und da Kissekill triggert, egal ob sie das normal oder Spezialbeschwören beschwören würde, können wir eben ihren Effekt aktivieren, weil sie das einzige Monster auf dem Feld ist. Und wir können uns einfach eine weitere Lila aus dem Deck specialen. Das heißt, mit einem Ghost Ogre geht er einfach praktisch immer minus 1, egal was ihr macht. Jetzt in dem Fall kettet er nochmal in Permanence an, das heißt, wir kriegen keinen Lila. Aber wir haben ja bereits eine im Grave und das ist eigentlich alles, was wir brauchen. An der Stelle brauchen wir eigentlich nur einen Extender und wir haben ja ganze zweimal die Sicherungssekretärin.
Die tun wir dann Spezialbeschwören, machen dann eben die ganz normale Combo, die kleinere Variante in dem Fall. Wir können dann Kissickel holen, Lila wiederbeleben, gehen wieder in Lila, aktivieren dann eben Lila nochmal, können Kissickel wiederbeleben, eine Karte ziehen. Und ja, das ist jetzt in dem Fall eine relativ gute Karte hier sogar, Solemn Strike. Machen dann noch einmal Kissickel, eben dass wir in der Gegend schnüren, da ist Quick Effect Lila wiederbeleben können. Setzen zwei Karten und ja, übergeben dann den Gegner. So, was macht dann der Gegner an der Stelle? Aktiviert natürlich einmal den Zahlungnahme. Kann zwei Karten ziehen. Ja, zerstört natürlich unsere Kissikill. Dadurch, dass eben ein Danger Monster abgeworfen wurde. Dann aktiviert noch Lure of Darkness. Kann nochmal zwei Karten ziehen. Setzt dann drei Karten verdeckt. Wir chainen dann Evil Zwillingsherausforderung, das erlaubt uns dann eben Kissickel wieder zu beleben. Dann können wir den Effekt von Kissickel aktivieren und Lila wieder zu beleben. Das erlaubt uns dann eine Karte zu schießen und da haben wir es eigentlich ganz gut getroffen, da haben wir den Makrokosmos zerstört. Dann setzt er nochmal die Impermanence und übergibt an uns zurück. So, und hier mache ich dann einfach wieder Lila, um den Effekt von Parallelexit zu triggern. Auf dem Feld aktiviert er nochmal seinen Effekt und ich kriege einen weiteren Parallelexit. Können dann noch die Sicherungssekretärin holen. Beschwören dann unseren Update-Jammer. Und da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Jetzt bin ich in den Transcode-Talker. Und ich dachte, ich kann jetzt mit dem Transcode-Talker eben meinen Update-Jammer wiederbeleben. Was ich aber vergessen habe, ist, dass der Transcode-Talker seinen Effekt nur aktivieren kann, wenn in der Runde kein anderes Monster als Cybers beschworen wurde. Und wir haben ja Lila als Link-Beschwörung beschworen und Lila ist ja Unterweltler und nicht Cybers. Das heißt, da könnte ich mit dem Transcode-Talker den nicht wiederbeleben. Habe aber trotzdem den Access-Code-Talker noch gemacht. Natürlich meinen Transcode-Talker als Target genommen. Einfach um die ganze Backrow loszuwerden. Und da habe ich jetzt angefangen, ein Monster nach dem anderen zu schießen. Ich meine, da hat man ja auch ziemlich viele Targets. Ja, jetzt können wir die komplette Backrow schießen. Gehen dann in die Battle Phase. Minus 5300. Ja, und übergeben wieder an ihn. Der zieht eine Karte, sieht. Achso, aktiviert nochmal seinen Danger. Das striken wir dann genau. Und ich glaube, da hat er es dann eingesehen. Genau, und da hat er aufgegeben. So, und dann habe ich noch ein Replay für euch, nämlich gegen Zodiac Darkmaster, so wie das aussieht. Hier fängt jetzt der Zodiac-Spieler an. Ja, und aktiviert zuerst Vollformation Tanky. Das heißt, ich glaube, wir werden jetzt die klassische Combo sehen. Den einen Zodiac Redpeer ist ja gleich ein Megaglob. Das heißt, der aktiviert Redpear, kann Ram Ram dann dadurch in den Grave dumpen, kann dann Chuck in einer SXC-Beschwörung beschwören, aktiviert den Effekt, kann Rambok wiederbeleben. Dann geht er in den Trident wahrscheinlich, genau. Mit dem Trident kann er dann seinen Effekt aktivieren und seinen eigenen Rambok zerstören, was natürlich seinen Effekt triggert und er somit Chuck in einen wiederbeleben kann. Als nächstes macht er dann Tiger Mercer, aktiviert seinen Effekt und kann dann Material an die Chuck in einen wieder attachen. Wird aber gleich Chuck Nines Effekt aktivieren, kann Material abhängen und Trident wiederbeleben. Somit wurde aus einem Red Peer eben drei Xyz-Monster, was ihm wiederum erlaubt, in den Infinity Track Mega Club zu gehen. Dann setzt er noch eine Impermanence. Ja, und dann war es das auch schon. So, wir fangen an mit einer Impermanence. Um den Mega Club eben anfällig gegen alles zu machen. Ansonsten glaube ich, hätte ich gar kein Out in meinem Deck, weil ich habe auch keine Xyz-Monster. Dann aktiviere ich Signet Mining und suche mir eben einen der Zwillinge, in dem Fall Kissicker. Kann sie dann normal beschwören, ihren Effekt aktivieren und Lila beschwören. Wen man da jetzt an der Stelle ist wahrscheinlich egal, weil wir hätten auch mit Lila anfangen können und dann eben Kissicle beschwören. Holen dann die Sicherungssekretärin. Linken sie dann weg für den Almirage. Da habe ich noch den Almirage ausprobiert, aber im Endeffekt ja, kann die Rolle auch vom Link-Jünger übernommen werden. Somit hat man dann einen extra Deckplatz eben mehr. Aus Almirage machen wir den Schwalmagier, triggern dann den Effekt unseres Parallelexits. Können dann eben einen weiteren aus dem Deck beschwören. Ja, und an der Stelle aktiviert er Fleur-de-Lis und eben Nibiru. Wir haben natürlich Glück, dass dein Infinity Track Megaclops noch negated ist. Das heißt, der wird auch geopfert und wir kriegen eben einen deutlichen Attack-Push auf unserem Nibiru-Token. Das heißt, wir kriegen jetzt einen saftigen Token mit 9600 Attack und 4000 Death. Ja, uns bleibt nicht viel übrig. Wir können nur noch eine Karte setzen. Und jetzt ist halt die Frage, kann er meinen Token wegkriegen? Das heißt, er aktiviert jetzt den Topf. Verbannt 10 Karten, zieht 2 nach. Mit einem Topf und einem Topf reinziehen ist natürlich das, was jeder von uns kennt, aber keiner wirklich machen will. Ja, und dann hat er kein Out gegen meinen, oder gegen seinen eigenen Token im Prinzip, was der mir geschenkt hat.
Das heißt, ich switch deinen Attack und ja, greife dann langsam an. Kann den Flurry zerstören, aber auch nicht viel mehr machen. Dann band ich es auch. Dann hat nochmal Solemn Strike nachgezogen, aktiviert den Topf. Ich kann mir jetzt nicht erklären, wieso ich das Ganze nicht geasht habe. Entweder war es ein Missklick, aber ich war aber zu schnell. Es ist definitiv was, was man ashen sollte. War jetzt natürlich ein Fehler von mir. Jetzt hat ein Zodiac Monster reingezogen und es ist dann ganz klar, der macht den Borobo, geht dann in Attack, greift mich für 500. Mehr braucht er auch nicht. Das ist jetzt Hauptsache, der kann den Zeus beschwören. Das heißt, der tut jetzt einfach einen Haufen Materialien, so dass der den Effekt zweimal usen kann. Falls ich vielleicht Impermanence oder so habe, damit rechnet er vermutlich. Dann kann man eben Zeus noch einmal unchainen und das Ganze fällt dann trotzdem wipen. Also aktiviert den Zeus. Wir haben aber keine Impermanence, wir haben eben den Solemn Strike. Ist eine Konterfallenkarte, da kann ein Zeus natürlich nicht mehr unchainen. Das heißt, sein Zeus wird zerstört. Und seine Bio-Token bleibt erstmal auf dem Feld. Dann setzt er nochmal zwei Karten. Was war das nochmal? Einmal ein Strike, zweimal ein Strike. Und übergibt wieder an uns. Das heißt, er hat immer noch kein Out gegen seinen eigenen Nibiru. Wir haben jetzt noch einmal Evil Zwillings Herausforderung nachgezogen. Ja, mit dem Nibiru greifen wir nochmal an, setzen die Karte verdeckt und beenden in unseren Zug. Der hat natürlich nochmal einen Zodiac Monster reingezogen. Das heißt, jetzt hat er Whiptail. Genau das gleiche Spiel wie letzte Runde. Der greift mich einmal an und kann auf Zeus aufranken. Hat jetzt aber nur ein Material, deswegen eben aus Angst vor Permanence oder ähnlichem. Aktiviert den Effekt vorerst nicht. Ja, wir gehen dann wieder in den Battlephase, wollen den Zeus zerstören. Dann aktiviert er natürlich den Effekt von Zeus. Wir ketten die Evil Twins Herausforderung an. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wieso das so war, aber der hat dann jetzt einfach aufgegeben. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt einen Grund für ihn gab, da aufzugeben. Aber den Sieg nehmen wir einfach mal gerne mit. So, und das war dann der letzte Replay für heute. Falls du die komplette Deckliste sehen willst, ich werde sie einfach hier oben verlinken. Unsere How-to-Evo-Twin-Series ist somit abgeschlossen. Wir haben uns ein Deck-Profile angeschaut, wir haben einige Kombos gelernt und das Deck in Action gesehen. Als Fazit muss ich sagen, auch wenn mir das Deck echt Spaß gemacht hat, dieser ständige Draw-One-Effekt ist schon was Cooles, so kann das Deck zumindest in der reinen Variante mit der jetzigen Meta nicht wirklich mithalten. Vielleicht kann man die Evo-Twins als eine Engine verwenden, aber das wäre jetzt nichts, was ich zu den nächsten YCS mitnehmen würde. Vor allem Going Second hatte ich da echt große Schwierigkeiten, gegnerische Boards zu brechen und überhaupt ins Spiel reinzukommen. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, ihr konntet durch die Series einen kleinen Eindruck bekommen, was es mit den Evo Twins auf sich hat. Vielleicht hat sie aber auch dem einen oder anderen bei der Entscheidung geholfen, ob man sich das Deck auch ranholen soll. Was die Preise angeht, ist das Deck gerade relativ günstig. Die einzig wirklich teure Karte in dem Deck ist der Access Code Talker. Ansonsten bekommt man das komplette Core für rund 50 Euro. Das war's dann aber auch schon für heute. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dürft ihr sie gerne in den Kommis posten. Ansonsten, wenn ihr aus der Series einen Nutzen ziehen konntet, würde ich mich über ein Abo und über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten sehen wir uns wie immer im nächsten Video.